Das ist zu laut, Entschuldigung. Wollen wir nochmal machen? Ja, wir müssen nochmal. Ja, dann fangen wir nochmal. War falsch eingestellt. Einfach ab hier, es läuft ja einfach, trotzdem. Einfach, ja. Wollen wir nochmal ganz neu anfangen? Ja. Dann musst du die Klappe nochmal machen. Ja. Nee, was, das war falsch. Auch nicht. Regie und Kamera. Ja, wir bewegen uns mal so kurz, dass man den Kameramann sehen kann. Es gibt keinen. Wir sind heute alleine in der Rec-PK, ohne Tilo. Ja. Und trotzdem ist sie verletzungsfrei über die Bühne gegangen. Ja. Ich glaube ja, dass Tilo immer noch am Verhandeln mit YouTube ist, ob unser Hebron-Video endlich aus dem Terrorfilter rauskommt und dann mal auch in mehr als 360p verfügbar ist. Weil es ist schon seit Samstagabend hochgeladen gewesen und irgendwie hat YouTube das nicht geschafft, das in geschweige denn Full HD als auch dem vollen Format 4K zu verarbeiten. Was ich nicht verstehe, wenn die schon sagen, Terrorfilter, wir wollen nichts senden, was sozusagen Terror... Das ist ja nur eine Mutmaßung. Ja, eine Mutmaßung ist. Aber dann dürften sie eigentlich auch 360p nicht durchlassen, weil der Terror ist doch nicht an Pixel gebunden. Ich weiß es nicht, das ist auch halb scherzhaft gewesen, ja, was ich gerade gesagt habe. Also wir haben am Samstagabend ein ziemlich langes Video hochgeladen und obwohl wir, haben wir extra schon Samstag hochgeladen, weil wir ja wissen, dass es eine gewisse Zeit braucht, um das in Full HD oder höher zu verarbeiten bei YouTube, aber es ist und ist und ist einfach nicht fertig geworden, sodass Tilo das dann gestern Abend sogar in 360p rausgehauen hat. Ja. Ja, ja. Gut. Du warst am Freitag auf dem Bundespresseball, war schön. Ja. Ja. Mhm. Hast du lange getanzt? Ja. Ja. Wir lassen ihn einfach schweigen und genießen oder willst du irgendwas erzählen? Genießen und schweigen. Das ist eine Familienangelegenheit. Ich war ja mit meiner Tochter da. Achso, ich dachte dir und Steffen und so. Ich glaube, der war diesmal nicht da, wenn du Herrn Seibert meinst. Natürlich meine ich Herrn Seibert. Nein, es waren viele interessante Persönlichkeiten da, zum Beispiel ein ehemaliger Bundeskanzler mit seiner inzwischen fünften Ehefrau. Mhm. Schröder. Genau. Ja. Ebenfalls da war seine vierte Ehefrau, Doris, mit ihrem derzeitigen Lebensgefährten. Ja. Und ich glaube, die vierte Ehefrau führt gerade einen Prozess gegen die fünfte Ehefrau, weil die irgendwelche Angaben zur Person falsch gemacht haben. Also ich habe die nicht zusammen stehen sehen. Ich glaube, die haben sich weiträumig umfahren. Aber gesellschaftlich war das natürlich ein Thema, über das da gesprochen wurde. Ja, schön. Ja. Ja. Was wirklich schön war, ich habe ein Gespräch mit Katharina Thalbach, dieser wunderbaren großen Schauspielerin geführt. Mhm. Das ist einfach, das hat sich zufällig so ergeben. Eine tolle Frau und dafür lohnt sich dann auch da gewesen zu sein. Ja. Also das ist eben nicht nur irgendwie das Mingeln zwischen Politikern und Journalisten, sondern man lernt, wenn man will, auch andere interessante Leute kennen. Also ich bin da ja nicht so schwach wie Tilo. Mhm. Ich kann auch meinen inhaltlichen Abstand halten, obwohl ich persönlich vor Ort bin. Ja, natürlich. Ja, das traut sich Tilo ja nicht zu, deswegen ist er da nicht hingegangen. Also, ich bin nicht hingegangen, erstens, weil es eine Schweinekohle kostet. Also irgendwie und dann für eine Party, wo ich auf diese Art von Party gar keinen Bock hätte. Also Schweinekohle, lass mich dazu mal was sagen. Schweinekohle nicht, also für einen Ball. Also es ist preiswerter als der Wiener Opernball auf jeden Fall. Erstens das. Ja. Und zweitens, also weil da es geistert um Hunderte von Euro. Man kann das ja mal in nüchternen Zahlen nehmen. Die Mitglieder der Bundespressekonferenz zahlen für sich 140 Euro und wenn du einen Gast mitnimmst,
Nochmal 140. Das ja, aber ist, da gibt es auch Moment. Essen. Wie viele Gänge gibt es dafür? Das wollte ich gerade sagen. Das ist, also du kannst, das Essen ist sehr gut. Man kann so viel essen, wie man will. Man kann trinken, was und wie man will. Also ich glaube, ich will nicht sagen, dass das kleines Geld wäre oder so. Sowas kann ich mir auch nur einmal im Jahr leisten. Aber wenn die Familie das gerne möchte, dann mache ich das auch. Ich kenne aber auch Leute, die geben für einen Clubbesuch oder für einen Konzertbesuch mit anschließendem Essen mindestens so viel Kohle aus. Ja. Mindestens so viel Kohle aus. So. Ja. Nur um die Relationen da mal zu machen. Ja. Ich bin nicht hingegangen, weil es nicht meine Art von Party ist. Also wenn sie den Bundespresseball in so einen Berliner Keller verlegen oder sowas. Also da, wo die SPD ihr Debattencamp gemacht hat. Das war eine coole Location. Ja. In dieser, wo man nicht genau weiß, die Architektur signalisiert sie jetzt mehr Aufbruch oder mehr Abbruch? Na, Abriss auf jeden Fall. Abrissparty. Abrissparty ist eh meine Lieblingsparty, weil dann braucht man immer nicht so, braucht man halt nicht darauf achten, dass man das Mobiliar nicht beschädigt. Ja? Das Mobiliar. Ja. Ich weiß jetzt auch, warum die SPD das Debattencamp gemacht hat. Mhm. Also, weil Andrea Nahles hat jetzt einen Twitter-Account und da hat man ja so ein Hintergrundbild und das Hintergrundbild von Andrea Nahles Twitter-Account ist ein Foto, wie sie auf dem Debattencamp eine Rede gehalten hat, was natürlich ultra cool aussieht in dieser Location. Ich glaube, dafür hat sich auch das Debattencamp schon gelohnt für dieses Foto für den SPD-Parteivorstand. Also das ist meine Theorie, dass dieses Debattencamp nur gemacht wurde, um ein cooles Hintergrundfoto für Andrea Nahles Twitter-Account zu haben. Also wenn das Ergebnis den Aufwand rechtfertigt, immer. Ja. Gut, kommen wir mal zu heute. Ja. Heute war Regierungspressekonferenz, Montag, und es war ziemlich voll. Ja. Ja, also ich habe hab so überlegt vorher, warum sind jetzt hier die ganzen Kollegen da? Also entweder wegen der Action auf der Krim oder wegen Brexit. Mhm. Weswegen waren sie da? Es war viel Krim. Über Brexit wurde nicht so viel gesprochen, aber Krim hat natürlich schon eine Rolle gespielt. Genau. Also wir können ja mal einführen. Ja. Das Thema wurde proaktiv von Herrn Seibert als erstes angesprochen. Er hat beide Seiten zur Deeskalation aufgerufen, hat allerdings nochmal klar festgestellt, dass er das Verhalten Russlands für völkerrechtswidrig hält. Mhm. Also da hat sich die Bundesregierung festgelegt. Mhm. Und Fun Fact, Russia Today kam zu spät zur Pressekonferenz. Wir haben also aktiv verpasst, wie, genau, das, was ich gerade davor erzählt habe. Mhm. Ja. War das Absicht? Weiß nicht, ob da irgendwas Absicht ist. Dann ging es weiter mit Grundsteuer. Mhm. Da war die Frage, warum denn der Minister sowas in der Bild-Zeitung vorstellt. Das fand ich eine Knallerfrage, weil ich das sowieso immer kacke finde, wenn die Minister in irgendwelchen Zeitungsinterviews, am besten noch hinter einer Paywall, irgendwelche Regierungspläne vorstellen. Da erreichen sie einfach am meisten Publikum. Ja. So einfach ist das. Ja. Ja. Ärgerlich. Scheiße. Ja, natürlich ist das ärgerlich. Nur wenn mein Interesse wäre, wie kriege ich mit einem Interview, wie erreiche ich da sozusagen die meisten Köpfe, ist das der Weg. Ja. Dann könnten Sie auch mal zu Jung und Naiv kommen. Ja, absolut. Also wenn Merkel kommen würde, dann, Herr Steffen, garantieren wir dir hier auf die Hand 1 Million Views. Kein Problem, kriegen wir hin. Ja. Ja. Er sieht das ja jetzt. Er ist ja regelmäßiger. Ja, natürlich. Ich mache das ja nur für Steffen. aber die Antwort war, nein, der Minister hat das nicht vorgestellt dort in der Zeitung, sondern nur angesprochen. Die Vorstellung findet natürlich vor Journalisten im Ministerium statt. Jetzt gerade, gleich irgendwie. Es war eine Art Preview. Preview, ein Sneak. So ein Teaser, so wie diese Sendung für die Regierungspressekonferenz. Danach hat Herr Seibert den Iran ermahnt, weil er schon wieder das Existenzrecht von Israel in Frage gestellt hat. Ja. Ist ja auch, also, warum können die sich da nicht mal ein bisschen zusammenreißen im Iran, ne? Also. Ja, die Position des Irans ist, finde ich, auch nicht nachvollziehbar. Es ist, aber gut, da sitzt man so in Deutschland und. Naja, ich stelle mir das vor, dass das eigentlich immer mehr so eine Innenpolitik eigentlich ist. Ja, natürlich.
klar. Man wenn du den äußere Feinde, äußere ja. Mächte für alles verantwortlich zu machen, was ja, im eigenen Land ja. nicht läuft. Finde einen äußeren Feind und du überwindest deine inneren Probleme und Zerspaltungen. Genau. Ja. Dann ging es weiter. Der Außenminister ist die Tage jetzt in Genf zur Afghanistan-Ministerkonferenz. Denn es ist Halbzeit. Und zwar Halbzeit bei der Transformationsdekade. Ja, also ja. bis wann Afghanistan erfolgreich transformiert werden soll. Jetzt treffen sie sich allerdings nochmal, um über ihre Reformziele zu sprechen. Also anscheinend scheinen sie sich, also meiner Meinung nach war ja das Ziel, dort eine Musterdemokratie zu entwerfen. Ja. So hieß das mal. Ja, und wenn sie jetzt quasi sich nochmal treffen müssen, um nochmal über die Reformziele zu sprechen, dann ja wahrscheinlich nur, weil das eigentliche Ziel nicht erreichbar scheint, oder? Jedenfalls. Oder nur nochmal, um sich zu beteuern, dass es denn auch wirklich wichtig ist. Also sie wissen einfach nicht, wie sie aus den naiven Ansätzen, die völlig die politischen und kulturellen Hintergründe der Region und des Landes außer Acht gelassen haben. Und zwar schon immer. Ja, die Amerikaner haben es außer Acht gelassen, die Russen davor haben es außer Acht gelassen. Die dachten immer im guten alten kolonialistischen, imperialistischen Stil, wir kommen da rein, machen das militärisch dingfest, setzen hier irgendwelche Menschen als Statthalter ein, die unsere Linie vertreten. Und das klappt eben nicht. In Regionen wie Afghanistan klappt das nicht. Das lernen die Herrschervölker dieser Welt eben nur sehr langsam, wenn überhaupt. Ja, und wenn man schon Nation Building betreibt, was das ja dann eigentlich ist, dann sollte man vielleicht auch Geld für Nation Building ausgeben und nicht nur für Bomben. Ja. Ja, also wenn die zivilen Investitionen nicht mal ein Zehntel von den Militärinvestitionen erreichen, die dort getätigt werden, dann braucht man sich auch nicht wundern, warum die zivilen Ziele nicht erreicht werden. Ja. Ja. So ist es. Danach ging es weiter. Das Bundesministerium für Gesundheit hat das Wort ergriffen und aktiv Presseberichten widersprochen. Irgendwie ging es da um die Zertifizierung von Medizinprodukten. Ja. Stecke also ich nicht ganz so drin. Ja, es gab jetzt Presseberichte des Recherchenetzwerks, war es, glaube ich, die rausgefunden hatten, dass eine zunehmende Zahl von Medizinprodukten, also von Brustimplantaten bis hin zu anderen, einfach gesundheitlich bedenklich sind, minderwertige Materialien mit gesundheitlichen Folgen, Direkt- und Spätfolgen. Das nimmt offenbar zu und da ist natürlich die Frage, wie kann das passieren? Wie ist es da mit der Zertifizierung, mit der Kontrolle? Und das mag natürlich ein Gesundheitsministerium nicht gerne auf sich sitzen lassen. Mhm. Vor allem nicht, wenn der Gesundheitsminister Kanzler werden oder mindestens erstmal Parteivorsitzender werden will. So, und deswegen. Ja, und dann Kanzler zu sein. Ja, und deswegen war die proaktive Erklärung, ja, also man habe ja schon auf europäischer Ebene Verordnungen und Richtlinien erlassen, die greifen dann im nächsten Jahr und dann wird auch alles besser. Okay, naja, dann wieder Vorschusslorbeeren. Dann warte ich mit meinem Brustimplantat noch ein bisschen und du auch. Ja. Dann ging es weiter, Islamkonferenz steht an in 3 Tagen und irgendwie ist immer noch nicht die Teilnahmeliste raus. Ganz spannendes Thema, spannendes Thema. Das ist aber selten, oder? Das ist eine große Konferenz und 3 Tage vorher steht nicht fest, wer teilnimmt. Ja, also. Und das ist deswegen ein spannendes Thema, weil am Ende haben sie es dann auch zugegeben, das Bundesinnenministerium versucht, diese Islamkonferenz auf Seiten der Teilnehmer, auf Seiten der muslimischen Organisationen, dass das nicht mehr nur mehrheitlich besetzt wird von den Hardcore-religiösen Vereinigungen. Ja, es gibt auch nämlich eine Menge säkulare, also weltliche Menschen, die wir jetzt als Muslime bezeichnen würden, obwohl sie ungefähr genauso, also sie sind genauso muslimisch wie ich christlich bin. So ist es. Und das finde ich eine richtige Erkenntnis des Innenministers, die gesagt haben, für das Leben der Muslime in Deutschland sind diese weltlichen, säkularen Organisationen eigentlich viel wichtiger und viel relevanter als die Hardcore-Moschee-Vertreter. Und deswegen haben die gesagt, wir müssen mal gucken, ob wir die Konferenz
von der Besetzung her stärker in diese Richtung zumindest öffnen. Ja. Das ist ein heikles, ist natürlich ein heikles Verfahren. Und da wollen die, glaube ich, die endgültige Liste erst dann rauslassen, wenn sie nicht mehr zerredet werden kann. Ja. Also es ist eine Liberalisierung. Ich meine, das Bundesinnenministerium ist nicht unbedingt bekannt als ein Ort, von dem gesellschaftliche Liberalisierungsprozesse ausgehen. Für den Zusammenhang ist doch die Zuständigkeit des Innenministeriums. Ja. Ja. Aber in dem Fall scheinen die auf einem, ich finde, guten Weg zu sein. Ja. Also zumindest haben sie jetzt mal als Schwerpunkt den Alltag der Muslime in Land gefunden. Frage ich mich, was vorher der Alltag war. Was vorher der Schwerpunkt war. Ja, da ging es eben stärker um diese religiösen Fragen und so. Das ist falscher Fokus. Ja. Gut, da bewegt sich was, das begrüßen wir. Jo. Hallo Bewegung. dann ging es weiter. In Syrien gab es mutmaßlich mal wieder einen Giftgasangriff. Mhm. Das Problem ist natürlich... auf Aleppo. Das ist auch ein Problem, aber das meinte ich damit nicht. Also ich meinte dann die Beweislage. Also wer war es jetzt? Ja. Das weiß man halt in Syrien irgendwie nie. Ja. Ja, also es ist offenbar Chlorgas eingesetzt worden. Und die syrische Regierung und die russische Regierung sagen ja, das wurde abgeschossen aus der Provinz Idlib und zwar aus Regionen, die noch unter Kontrolle der aufständischen Rebellen, wie immer man die nennt, stehen. Rein. Während, was dann sozusagen bedeuten würde, völlig klar, da habt ihr es ja, es sind die Rebellen, die das Chlorgas einsetzen. Ja, aber wenn das Regime da Beweise, also Vorwürfe macht, da glaube ich auch erstmal gar nichts. Ja, und während selbstverständlich die Rebellen sagen, ganz übler Fake, das war mal wieder die Regierung. Ja. Und immerhin ist es so, dass die OPCW, die also als neutrale Institution die Giftgaseinsätze untersucht, die haben von sich aus jetzt offenbar Kontakt aufgenommen zur syrischen Regierung und begehren Zutritt zu der Region, um dann möglichst schnell Klarheit zu schaffen, soweit das möglich ist. Naja, also ich verspreche mir da jetzt nicht so viel davon. Also ich meine, da haben sich ja auch schon der ein oder andere amerikanische Präsident dort Absolut. Verrannt, indem Absolut. Er irgendwelche roten Linien irgendwo gezogen hat. Ja. Dann ging es weiter mit dem Brexit. Mhm. Allerdings waren die Journalisten, was heißt enttäuscht waren sie jetzt nicht, aber wir haben halt, also man Was konnte sich eigentlich sagen, sämtliche oder? Fragen sparen, weil sämtliche Fragen, so wie die eine Frage, die es gab, beantwortet werden mit, dass sich das im spekulativen Raum befindet. Aber wenn wir schon mal im spekulativen Raum sind, Hans, Der große spekulative Raum. Ja, dann können wir ja jetzt frei rumspekulieren. Ja. Also ich habe jetzt ja noch nicht bis zum Ende durchgelesen, was da in dem Vertrag drin steht. Also ich hoffe mal, dass in irgendeinem Artikel unten noch irgendwie drin steht, dass die Skandinavier wieder England plündern dürfen. Ja, good old times. Ja, um irgendwie den Druck ein bisschen auf die britischen Parlamentarier zu erhöhen. Ja, aber vielleicht gucke ich auch einfach zu viele Wikinger-Serien. Ja, das glaube ich. Ja. Das glaube ich auch. Ja. Nein, also dieser 500-Seiten-Vertrag, in Wahrheit ist das nur ein Übergangspapier. Ja, korrekt. Also, das ist jetzt überhaupt erstmal die Grundlage zum Start des Brexits. Also bis jetzt hat so der Brexit eigentlich noch gar nicht angefangen. So ist es. Damit hat der, das ist quasi nicht das Ende, sondern das Ende des Anfangs. Ja, genau. Das habe ich auch woanders gelesen, war schön formuliert. Das ist ein bisschen so, als wenn, als wenn ich einen Riss in der Hauswand habe und ich weiß aber noch nicht, wann der Maurer kommt. Und dann klebe ich mal vorsichtshalber eine kräftige Tapete rüber und hoffe, dass das eine Weile hält. Mhm. Das ist ein bisschen der Charakter. Ob das dann gegen die marodierend herumziehenden Skandinavier helfen wird, deine Tapete? Ja. Ich glaube eher, wir werden erleben, dass im britischen Unterhaus die Parlamentarier die marodieren werden. Ja. Die sind auf der Zinne. Gut, dann ging es weiter mit Bundeswehr. Also die Bundeswehr will oder tut gerade die Personalgrenze aufstocken. Tut aufstocken. Mhm. Deswegen ist
Die stockt gerade die Personalgrenze auf. Deswegen und heißt das ja auch Tu-Worte. Genau, Tu-Worte. Mhm. Tu mal, tu dies, tu das. Also die Bundeswehr-Personalgrenze wird aufgestockt. Und die Frage, die dann im Raum stand, war, haben sie nicht jetzt schon Probleme, überhaupt genug Leute zu finden? Also wenn sie dann, ja. Was sagst du dazu? Was sagen Sie als Außenstehender zum Thema Intelligenz? Ja, eben. Darüber muss ich mal nachdenken. Ja. Naja, zumindest das Kommentar des Sprechers der Bundeswehr war, dass das halt alles Teil einer langfristigen Planung ist und dass der Personalkörper soll wachsen. Mhm. Ja, muss ich kurz an was anderes denken. Personalkörper. Ja, gut, ja, ja. Dann ging es weiter mit G20. Der steht ja jetzt an der Gipfel, obwohl das Briefing zum G20-Gipfel heute abgesagt wurde. Wahrscheinlich wegen den Ausschreitungen beim Fußballspiel. Mhm. Fußballfans halt, ja. Aber das war nicht das Thema. Also die Gewalt in... Da habe ich nicht zugehört bei dem G20-Thema. Was, na, da war da? Die Frage war, dass ob Saudi-Arabien ist ja auch da, ob, ja, Merkel sich dann mit MBS, also mit dem Kronprinzen, ach so, unterhalten, ja, wird. Also das, da muss man natürlich sagen, das war schon Thema am Freitag lang und breit und rauf und runter. Ja, und dann ist natürlich, also im Vorhinein wird natürlich nie gesagt, mit wem sie sich dort, nein, auf dem Flur unterhalten wird. Nein. Dann kam die Frage, ich glaube, die kam sogar von dir, ob die Bundesregierung irgendwelche Infos hat über Verstrickungen des Kronprinzen in den Mordfall Khashoggi. Ja, weil das FBI, das amerikanische Büro für Investigation, also ist nicht Netzwerkrecherche oder sowas, sondern eine Bundesbehörde, meint dort Beweise zu haben. Ja. Und da war die Frage, ob diese Beweise denn der Bundesregierung vorliegen. Oder ihren Diensten. Oder ihren Diensten. Mhm. Und dann muss man dann mal auf die Körpersprache achten. Ja. Dann ging es weiter. Russia Today auf der Suche nach Widersprüchen im Migrationspakt. Mhm. Übergehen wir jetzt einfach mal. Dann ging es weiter mit... ja, wobei, na, lass mal. Okay. Das ist schon insofern interessant, als da zwischen den Verpflichtungen, die der oder zwischen der Selbstverpflichtung, die Deutschland sich auferlegt, wenn sie sagt, wir unterstützen den Migrationspakt, das ist ja eine Absichtserklärung, und dem, was im Zuwanderungsgesetz steht, da gibt es inhaltliche Unterschiede. Und da haben ein paar Kollegen, unter anderem Russia Today, aber nicht die einzigen, haben schon darauf hingewiesen, dass man natürlich, wenn die Bundesregierung sagt, wir sehen da keinen Widerspruch, weil der Migrationspakt ja rechtlich nicht verbindlich ist, dann ist die logische nächste Frage, warum macht man den? Warum unterstützt man ihn denn dann, wenn man ihn gleichzeitig für unverbindlich hält? Also, ja, weil es eine internationale Willensbekundung ist. Ja, aber wenn ich gleichzeitig erkläre, ich bekunde zwar meinen Willen, ja, wenn man, fühle, genau, wenn man mich aber nicht an ihn gebunden im Zweifelsfall. Ja. Das ist keine einfache Position. Nee, ich finde auch, das Rumgeeiere der Bundesregierung bei diesen Fragen dann hat dazu geführt, dass dann eben auch nochmal andere Kollegen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich dann nochmal nachgehakt haben. Wahrscheinlich einfach nur, um den Faktenfinder dann zu füllen, weil die Russia Today-Leser dann wieder schreien. Oh. Also irgendwie müssen sie sich ja noch ein bisschen mehr sortieren. Ja, bei den Antworten. Das Rumgeeiere ist ein bisschen sehr unsouverän, wo dann natürlich alle, die da Böses vermuten, dann natürlich sich nur bestärkt fühlen. Ja, in der Sache gibt es eben Unterschiede. Wenn ich sage, in der Willenserklärung setze ich mich für das ein, mache aber gleichzeitig ein Gesetz, in dem inhaltlich etwas anderes steht, das ist in der sachlichen Substanz, ist das einfach ein Widerspruch. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. Dann ging es weiter mit AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer. Mhm. Immer lustig zuzuhören, wenn die Journalisten den Namen aussprechen. Kurz vor Krampf, alles immer kurz, ein Buchstabe vor Krampf. Kramp-Karrenbauer. Ja. Also AKK hat irgendwas über den Dieselfonds erzählt. Mhm. Und wollten die Journalisten dann gleich wissen, was hält denn das Verkehrsministerium davon? Das Verkehrsministerium kommentiert, das ist eh immer meine allerlieblingsantwort, meine
also eine meiner absoluten Lieblingsantworten. Wir können das ja mal nicht abgesprochen, ja, auf drei sagen wir synchron die Antwort des Verkehrsministeriums. Okay. Und es fängt an mit Forderungen aus dem. Ja, okay? Genau. Alles klar. Ja. Eins, zwei, drei. Forderungen aus dem politischen Raum kommentieren wir nicht. Ja, das finde ich immer sehr lustig, weil das da oben ist einer der politischsten Räume, die ich kenne. Ne? Ja. Ja. Aber irgendwie Landesrecht. Also anscheinend versteht Annegret Kramp-Karrenbauer nicht den Unterschied zwischen Landes- und Bundesrecht. Doch schon. Also hat ja zumindest der Sprecher vom Verkehrsministerium. Ja, aber nicht dafür, dass sie mal Ministerpräsidentin eines Bundeslandes war, darf man ihr das schon unterstellen. Okay, dann vielleicht macht sie ja auch nur Wahlkampf. Ach, ja. Gab's denn da drauf? Ist ja eh so eine Dauerwahlwerbesendung, die da gerade läuft mit den Regionalkonferenzen, ja? Also einerseits ist das ja so fast so ein PR-Coup für die CDU, weil halt ständig darüber berichtet wird, was auf diesen Regionalkonferenzen abgeht. Mhm. Allerdings, ich glaube, ganz am Ende werden sich dann viele Zuschauer dieser Berichterstattung ärgern, weil sie ja nicht abstimmen dürfen. Ja, also alle haben jetzt eine Meinung dazu, mhm, quasi, und wenn dann am Ende das Abstimmverhalten der CDU Mitglieder, hm, nicht dem Empfinden der Bürger, die ja auch, hm, bestrahlt wurden mit dieser Dauerwerbesendung, entspricht, dann Enttäuschungspotenzial erkenne ich da. Eine Menge Enttäuschungspotenzial. Dann ging es weiter. Greenpeace will, also Greenpeace Energy, hm, will der RWE die Braunkohle abkaufen im Pott. Hm. Nee, nicht im Pott, nee, im Rheinischen Revier. Ja, aus Berlin ist das Pott. Alles. Ja. Nein. Sorry. Ja. Das gilt als nicht gesagt. Ja. Okay. Und dann ging es dann gleich weiter. Also konnte das Wirtschaftsministerium jetzt noch nicht viel dazu sagen, weil es dann noch keine offiziellen Kaufangebote oder Verkaufsangebote gibt, mhm, die man dann kommentieren könnte. Allerdings ging es dann gleich weiter zur Kohlekommission, beziehungsweise wie die Bundesregierung sagen würde, Kommission für Strukturwandel. Und zwar die Ministerpräsidenten, der neuen Bundesländer. Ja, finde ich immer besser als Ostdeutsch. Ja? Weil neue Bundesländer klingt irgendwie so, als wenn die alten alt sind. Ja? Blöde alte Bundesländer und, ja, schöne neue Bundesländer. Also die Ministerpräsidenten der neuen Bundesländer greifen quasi schon den Entscheidungen der Kohlekommission voraus und stellen schon mal Forderungen auf. Oder habe ich ja irgendwas? Klär mal die Zuschauer auf. Eigentlich sollte diese Kohlekommission bis Ende November, spätestens Anfang Dezember, einen Vorschlag machen, wie der Ausstiegspfad aus der Kohleverstromung aussieht. Also, mhm, letztlich in welchen Schritten und bis wann mit der Kohle, mit Kohleabbau und Kohleverstromung Schluss sein soll. So. Dann haben aber die Ministerpräsidenten der neuen Bundesländer, die drei, haben gesagt, Moment, über Ausstiegszeitpunkte kann man aber erst dann reden, wenn wir vorher geklärt haben, was wird mit den in der Lausitz zum Beispiel 7000 Menschen, die da ihre Arbeit finden, was wird aus denen, was wird aus deren Familien, was wird aus der Struktur des Raums, das muss umgebaut werden, sozusagen abgefedert werden, das kostet. Und bevor das nicht geklärt ist, kann die Kohlekommission hier zu überhaupt gar keinem Ergebnis kommen. Und der Witz ist, dass damit die Ostministerpräsidenten, die haben das als Intervention bei Merkel gemacht, mhm, erreicht haben, dass die Kohlekommission jetzt mindestens bis Januar weiter tagt. Mhm. Das Absurde dabei ist, dass die Aufgabe, für solche Alternativen zu sorgen, eigentlich genau der Job der ostdeutschen Ministerpräsidenten gewesen wäre, und zwar seit 10 Jahren. Jetzt zu sagen, sozusagen eine halbe Minute vor Toreschluss, oh, da ist aber was noch nicht geklärt, das ist absurd. Absurd, das gehört. Ja. Dann ging es weiter mit absurden Fragen. Ja, Russia Today macht sich Sorgen um die deutschen Goldreserven. Ach so, ja. Ja. Also da war es kurz still im Raum, weil alle überlegt haben, ob sie einfach nur laut lachen.
ja. Weil Russia Today, keine Ahnung, wo sie das wieder her haben. Ja, doch. Ah, also das war irgendwie, Venezuela konnte, kam nicht ran an seine Goldreserven, die in... Wer braucht denn heutzutage noch Goldreserven? Also ist das ist Geld noch an Gold gebunden? Nein. 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 Also, verstehe die Frage nicht. Ja. Mal angenommen, du hättest eine halbe Tonne Gold irgendwo. Ja. Ne? Und dieses Gold würde dir ewigen Kredit überall sichern. Ja. Dann wäre es dir doch lieb, wenn du im Zweifelsfall Zugang zu diesem deinen existenzsichernden Besitz hättest, oder? Ja. Siehst du? Ja. Und der ist nicht gegeben. Ja. Und deswegen machen die Kollegen von Russia Today sich völlig zu Recht große Sorgen. Weil wenn wegen der fehlenden Zugänge zu unseren Goldreserven wir auf einmal nicht mehr genug Geld hätten, um, sagen wir mal, Gaslieferungen zu bezahlen. Genau so funktioniert der internationale Finanzmarkt. Dann ging es weiter mit Breitbandausbau, 5G. Mhm. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Nö. Da war es unterhaltsam für mich, dass das Bildungsministerium festgestellt hat, dass es doch schon mal ausreichend wäre, wenn überhaupt mal überall 3G abrufbar wäre. Ja, ja. Also ich könnte dir von einer Schule berichten, wo es so ist, dass die Schülerinnen und Schüler zwar selbstverständlich Unterrichtsmaterial und Wissen aus dem Netz generieren sollen für ihre Vorbereitung. Die Schule hat auch eine Art WLAN, aber dieses WLAN funktioniert offenbar seit längerem nicht. Ja, das WLAN ist an, aber man muss ja auch Internet ins WLAN reinpacken, ja, sonst ist man halt im WLAN, aber noch lange nicht im Internet. Jedenfalls ist das so, dass diese Schülerinnen und Schüler jetzt gezwungen sind, mit ihren Handys unter Verbrauch von teuren Datenvolumina sozusagen zu recherchieren. Also der Zustand des Netzes dient mehr dazu, die wirtschaftliche, die Einnahmeseite von Mobilfunkanbietern zu stärken, ja, als den Wissenserwerb von Schülern und anderen Interessierten. Ja, so ähnlich ist ja auch der 5G-Netzausbau geplant. Mhm. Ja. Also, wie viel Funkloch hätten Sie denn gerne? Ja. Ja. Gut. Das ist ein Maschennetz. Das war auch... Maschennetze. Mit groben, großen Maschen. Ja, Maschennetze bestehen ja im Wesentlichen aus Löchern. Maschen... Okay. Das war der Rausschmeißer. Ja. Du gehst nach da raus, ich gehe nach da raus. Ja. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I don't even know why.